Herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo. Heute wieder eine Frage von Norbert. Und Norbert möchte wissen, auch in reinen Weibchenteichen sind immer wieder Einzeltiere zu beobachten, die im Sommer sehr massiven Ausdauer und andere Weibchen treiben. Kann durch dieses Verhalten ein Ableichen ausgelöst werden? Danke, mit freundlichen Grüßen, Norbert. Oft ein Thema, Leute kaufen ihr Weibchen, rufen nach 4 Wochen an, sagen, es ist ein Männchen. Dann sage ich, wenn es jetzt ein 3-4-jähriger Fisch ist, ist es ausgeschlossen. Und wenn so einer ist, sage ich, ausgeschlossen. Was tut er denn? Oder was tut sie denn? Ja, sie treibt die anderen und ist hinten dran. Sage ich, es gibt auch Weibchen, die wo treiben. Das tun. So. Das ist sicherlich richtig. Aber die Natur ist mächtig. Es gibt auch große Weibchen, die ohne Anwesenheit von anderen Fischen, wenn man sie in ein anderes Wasser setzt, spontan ableichen. Ja. Bloß, es machen immer nur die, die es nicht sollen, und die, wo man es sich wünschen würde, machen es nicht. Das ist das Gesetz der Gemeinheit. Übrigens, das mit dem Spontanableichen passiert zum Beispiel oder kann man provozieren, wenn man die Fische an sehr heißen Sommertagen in ein Becken setzt und die Temperatur relativ schnell Richtung 30 Grad geht und der Fisch dann noch gestresst wird. Dann, ich weiß nicht, ob das wie bei den Pflanzen ist, wäre mal interessant. So ein Notableichen ist. Kennt man, also ich war jetzt viele Jahre nicht mehr dort, aber die Holland-Koi-Show, die ja im August immer ist, war jetzt glaube ich auch vor kurzem. Letztes Wochenende. Und da war mal 2003 dieser unsäglich heiße Sommer. Da war ich dort, das weiß ich. Und da waren glaube ich 4, 5 große Tiere, die da einfach in den Becken abgeleicht haben. Aber bitte nicht jetzt als Ableichhilfe nehmen. Da kann ein Fisch oder die Wahrscheinlichkeit, dass der dabei stirbt. Das kann ganz schön schief gehen, ja. Das geht schief. So, also ja. Aber kann dadurch ein Ableichen provoziert werden durch solche Weibchen? Ja, im Prinzip durch jeden Reiz. Diese Ableichgeschichte ist die ja... Die brauchen nicht das männliche Pheromon. Nein, das ist ja ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Reizen. Zum einen von der eigenen Hypophyse, ein hormoneller Reiz. Zum zweiten diese Pheromone, die du erwähnst, die spielen eine Rolle. Temperatur rauf, runter, also Temperaturschwünge. Dann spielt natürlich auch eine Rolle dieser mechanische Reiz, wenn die angestoßen werden. Und diesen mechanischen Reiz können natürlich Männchen wie Weibchen auslösen. Und insofern, wenn das alles zusammenpasst, funktioniert es auch, wenn nur Weibchen untereinander im Teich sind. Okay, und dann würden die auch ganz normal ihren Laich raus? Und genau, dann ist es wie ein Eisprung sozusagen bei allen. Dann werden die Eier ausgestoßen und was dann passiert, ist dann eben sozusagen... Ein Schuss in den Ofen. Ja, ein Schuss in den Ofen. Dann fressen die halt ihre unbefruchteten Eier wieder auf. Sind aber genauso nah. Ja, der Nährwert ist der gleiche, genauso nah. Minus 0,001%. So. Das war das Sperma dann. Das fehlt. Genau, auch Eiweiß. Auch Eiweiß, klar. So, also Norbert, klare Antwort. Deutliche, klare Frage, klare Antwort. Geht, aber wahrscheinlich nicht der Regelfall. Nicht in der Regel, ja. Also ich habe es eigentlich in reinen Weibchenteichen noch nie erlebt. Ich kannte einen, wo die tatsächlich das fertig gebracht haben, jedes Jahr abzuleichen. Und zwar den ganzen Sommer. Jedes Jahr? Jedes Jahr, bis der Teich dann aufgegeben wurde. Und das war ein Weibchen, von dem das ausging, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das waren immer wieder neue, so wie also man das stecken, kennt. Die stecken sich dann gegenseitig an. Genau. Super, braucht man auch nicht. Norbert, vielen Dank. Bis Sandra, zum nächsten Mal. Auch danke. Tschüss. Bis dann, ciao.